Servus, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es ein kleines Projekt im Auftrag von einem Spätzle von mir. Und zwar Pimp mein Brotzeitbrettel. Mal schauen, was ich aus diesem alten Brotzeitbrettel noch rausholen kann mit ein bisschen Nachbearbeitung, einer anderen Form und der schönen Nachbearbeitung, Ölen oder sowas. Wird ein Kurzprojekt, mal schauen, was bei rauskommt. Ich fange jetzt an. Nach dem Intro geht's los mit dem Hobeln. Viel Spaß! Und schon sind wir am Hobel. Warum mache ich es am Hobel? Ganz einfach. Ich will nicht schleifen. Lust. Deswegen mache ich das jetzt hier mit einer ganz minimalen Abnahme von 0,25 mm oder so. Sind wir ganz was Feines eingestellt. Ich fahre jetzt einfach beide Seiten ein, zweimal ab, dass so diese alten Spuren rausgehen von den Brotzeitmessern. Und dann schauen wir, wie glatt ich das schon bekomme. Zu dünn soll es ja nicht werden. Dann werde ich es auch noch kurz abrichten auf der Höhe, dass ich die Kanten gerade habe. Und dann zeige ich mir darauf schnell was an. Aber jetzt hobel ich erstmal schnell. Aber erstmal zu den Ohren. Ja, wie ich jetzt gelernt habe, mein Hobel kann auch färben. Die Spuren sind raus. Das muss die Originalfarbe vom Holz sein, weil ich habe sogar schon die Ecken mal nachgeschliffen, um zu schauen, ob das wirklich der Fall ist. Und ja, nach dem Schleifen sind die Ecken nicht mehr hell, sondern dunkel. Also ist das Holz einfach über die Jahre auf der Oberfläche ziemlich stark ausgeblichen. Und das ist eigentlich so ein schönes dunkles Holz, was mir persönlich eh viel besser gefällt. Und jetzt gehen wir zurück an die Werkbank und ich zeige euch wieder mal eine schöne polygonale Form auf. Ich habe mir hier eine Vorlage geholt, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Das schneide ich mir jetzt kurz mal da unten die Kante ab, dann habe ich was zum Anlegen. So. Weil ganz genau drauf passen tut es nämlich nicht, das habe ich schon geschaut. Die Ecke hängt über, aber das macht nichts, das korrigiere ich mir so hin, wie ich das gern hätte. So, und schon haben wir die Form angezeichnet und jetzt muss ich diese ganzen kleinen Winkel nur noch an der Tischkreissäge sauber einstellen, dann säge ich mir das jetzt schnell zurecht und dann wird aus diesem schnöden Brotzeitbrett ein schickes Brotzeitbrett. Ich habe den ersten Winkel jetzt schon mal eingestellt. Und ich werde auch den Rest alles mit dem Winkelanschlag und dem Schiebeschlitten von der Kreissäge machen. Ich gebe mir da jetzt gar nicht so große Mühe, ich peile das alles irgendwie übers Auge. Ich habe hier noch die Linie angerissen, aufs Sägeblatt rüber. Das muss reichen. Es soll polygonal werden, da ist kein Winkel vorkonstruiert. Es soll einfach nicht mehr viereckig sein. Und deswegen mache ich das einfach so mit Augenmaß, das wird dann schon passen. Nach dem Sägen habe ich jetzt gleich noch ringsrum eine 45 Grad Phase hingefräst. Jetzt sieht man es. Gibt dem Brett von vorne eine schöne optische, eine schöne Optik einfach. Jetzt schleife ich das Ganze, dann lese ich hier mein Logo noch ein und dann öle ich das Ganze. Oder Hartwachsöl oder Antikwachs. Mir fällt was ein. Irgendwas was Schönes. Was mir am besten gefällt, ist, dass das Holz halt wirklich, ich glaube, das war mal wirklich tief geölt. Es riecht zumindest so. Und durch das Ausbleichen ist es hell geworden, durch das Abnutzen. Jetzt ist es wieder drunter. Jetzt passt es wieder. Durch das Ölen kriegt es noch eine schöne Schutzschicht. Und das ist aus dem schönen Brotzeitbrett geworden. Ein noch viel schöneres Brett, wie ich finde. Und das
nehme ich jetzt mit zu meinem Kumpel und dann wird es seiner eigentlichen Bestimmung zugeführt. Nächstes Mal mit Brotzeit. Ich habe es schon gar nicht mehr da, es ist schon bei meinem Kumpel und er benutzt es jetzt ja nicht mehr als Brotzeitbrett, sondern als Brett für seine Wasserpfeife. Er macht da drauf seine Töpfe an, aber man kann ja das Brett immer noch als Brotzeitbrett benutzen, wenn man es so schön hergerichtet hat. Was ihr damit macht oder was ich damit machen würde, ich weiß es gar nicht. Ich hoffe aber, dass euch das Projekt wieder gefallen hat und dass ich beim nächsten Mal wieder auf euch zählen kann, wenn ihr wieder dabei seid. Wenn dir das Video gefallen hat oder euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo da. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beim X-Works. Bis dahin, Servus!